So, hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Bonuskampagnen von Darksiders 2. Nachdem wir die Abgrundschmiede durchgeprügelt haben, die gigantische Schöpfung vernichtet und den Hammer des Schmieds entrissen quasi, na gut, wir haben ihn geschenkt bekommen, aber was auch immer, geht's jetzt weiter mit König Arguls Grab. Der abgesetzte König, jetzt wird's vom Feuer ab ins Eis gehen. Kühl. Warum auch immer die mir jedes Mal die Special-Fähigkeiten aus dem Ding rausreißen. Ha! Lol, ich habe hier nicht mal Dings. Ich habe hier meine eine Fähigkeit, den Seelenspalter, gar nicht. Na dann. Haben wir dafür ein paar Ghule. Auf geht's. Quatsch, Karte. So, sieht theoretisch nicht groß aus. Ist aber garantiert noch Platz nach oben offen, ne? Haben wir ja gerade eben erlebt. Du? Warum hast du mich hergerufen, Ostergut? Du handelst mit Worten wie ich mit Münzen, Reiter. Du gibst wenig und nimmst viel. Wie wär's hiermit? Für einen Moment deiner Zeit gebe ich dir eine Geschichte und eine Chance. Ich höre. Bevor der Fürst der Knochen auf dem ewigen Thron saß, gab es einen anderen. Noch älteren König der Toten. Sein Name war Argul. Argul der Verrückte. Seine Herrschaft dauerte Äonen, bis er verraten wurde. Vom Fürsten der Knochen? Ja, jetzt ist diese Geschichte kein Geheimnis mehr. Außer einem Detail, das lange vergessen war. Die Lage von Arguls Grab. Der Fürst der Knochen verbannte das Grab aus der Unterwelt, damit Argul nicht an seinen Kräften zehren konnte. Seitdem ist das Wissen um das Grab und dessen Lage in den Nebel der Zeit verschollen. Niemand außer Ostergut erinnert sich. Der Host-Modus war kurz eingeschaltet, weil ich den Stream für eine Sekunde beenden musste, weil ich den Stream-Titel gewechselt habe von Bonuskampagne 1 zu Bonuskampagne 2. Und weiter geht's. Warum wurde Argul betrogen? Was kannst du mir noch über Argul sagen? Nun, man hielt ihn für völlig verrückt. Argul schimpfte über das Ende der Welt. Über eine bevorstehende Finsternis, die sich in den Reichen von Leben und Tod ausbreitet. Das Verderben. Nein, er sprach von den Reitern. Was wurde aus Argul? Der Fürst der Knochen hätte seinen Vorgänger leicht erschlagen können. Stattdessen hat er Argul aber unter den toten Ebenen begraben. Und hielt der Fürst der Knochen dies für Gnade oder Grausamkeit? Er kennt schon die Motive der Toten. Außer dir vielleicht. Ja, keine Ahnung. Alles neue Waren aus nahen und fernen Ländern. Habe ich noch ein neues Relikt für dich? Nö, kein Stück. Ich kann das Krähenrüstset jetzt ansehen. Welchen Nutzen? Das geht dich nichts an. Wisse stattdessen dies. Im Gegenzug für die Auslöschung der Quelle von Arguls Macht kann ich dir eine große Belohnung anbieten. Jetzt habe ich ein bisschen von der Story, von dem Gebrabbel abgelegt, das war ein Versehen.
Aber nicht so schlimm. So, mal die Krähenrüstung angucken. Nur von der Optik her. Ich werde sie nicht anbehalten, aber von der Optik her ist er bestimmt nicht schlecht. Vor allem, wir kriegen eine Menge Zorn, so können wir viel mehr zaubern. Aber wir verlieren sau viel Defense. Nicht übel, und unser Zorn hat sich enorm erhöht. Das ist fast ein halber Zauber mehr. So, halt nein, von hier kamen wir. Rechts, links, geradeaus. Mal gucken. Gehen wir erstmal nach links. Erstmal wieder sämtliche Geheimnisse aufdecken, bevor wir der Hauptstory folgen. Verdammt, dann scheint das hier doch die Hauptstory zu sein. Ah, ich habe keine Ahnung. Lauf mal einfach irgendwo lang. Eine Schatzkiste? Freu. Ja, finde ich auch. Sieht gar nicht mal so übel aus. So, jetzt will ich mal wissen, für welches Level das Equipment ist, was ich hier bekomme. Da bin ich immer gespannt. Na doch, für 22, für mein Level. Also hatte ich recht mit der Reihenfolge für die Story-Quests. Oh, Freude! Nun geht er wieder ab. Apropos Hammer, Finn, Todeshammer. Und wie er die wieder hat. Oh, guck mal, ein großer. Noch im Sprung bist du geplatzt. Aber die hier sind diesmal ein bisschen langlebiger. Als das komische Schwarmgeretze. Sonst noch wer ohne gültigen Fahrschein? Nö. Gut. Nichts hier mit Dodgen. Oh je. Gerade versucht, meinen Raben zu fressen.
Haben wir's? Ups, jetzt hat er mich gefroren, der Arsch. Na gut, ich brauche mal ein paar HP. Okay, geht mir nicht auf den Sack. Holy! Meine Zornregeneration! Mit der neuen Sense. Shit. Was hast du geschrieben? Was? Ich spiele jetzt Cloud Pirates nebenher. Kenne ich gar nicht. Wieso kannst du erst ab 19 Uhr zocken? Ja, Leben habe ich erheblich weniger bekommen. Da hast du schon recht. Diesmal fege ich hier ein bisschen schneller durch. Ja, der My.com-Client wird auch für Revelations gelten, das ist richtig. Ah. Okay, kenne das Spiel gar nicht. Auch von My.com oder was? Ach so. Ja, ich höre jetzt gerade irgendwie zum ersten Mal von Cloud Pirates. Was ist denn das für eins?
Ich gucke mir das Cloud Pirates, wenn du möchtest, gerne später mal an. Aber wenn ich hier für einen Beta-Code brauche, wird das wahrscheinlich nichts werden. Menge Champions. Naja, waren da mal. Ach, also quasi die My.com-Version für ein MOBA. Mit Schiffen. Oh, HP Potions. Nice. Na komm dran. Sonst noch irgendwelche Probleme, Fragen, Unklarheiten? Schön, alle tot. Da lacht das Herz. Du bist? Sonst habe ich auch einen Fahrschein. Da kommt noch mehr von den großen Dingern. Kurz warten, bis wir nachgeladen haben. Aua, aua. Nächste Welle. Aua. Autsch. Mal gucken, wie viele Wellen das noch werden. Und hat HP dran. Nice. Du bist am Arsch. Sag ich doch.
Echt jetzt? Das war's? Theoretisch wäre das die gesamte Hauptkampagne gewesen. Ein Skillpunkt. Yay. Gib mal her. Ob ich die mitnehmen kann durch das... Ach nee, Quatsch, das weiß ich doch, dass ich die nicht durchs Portal mitnehmen kann. Und nun? Bitte, sieh dich um. War doch nicht die Hauptkampagne, na Gott sei Dank. War nur so ein Stückchen Bonusdreck. Hätte mich auch gewundert bei einem Fähigkeitspunkt als Belohnung. Es ist keine Tür. Es ist irgendwie sinnlos. Ich könnte höchstens mal meine Zombies noch ein bisschen aufmotzen. So, willkommen im eigentlichen Hauptabteil. Frostknochengruft. Genau, ihr nehmt mir meinen Seelenspalter, aber einen Skill, den ich viel später bekommen habe, nämlich den Leereläufer, hab ich noch. Gut, sei's drum. Da hinten ist eine Schatztruhe. Genau genommen ist es wahrscheinlich eine Schlüsseltruhe. Ja, es ist eine Schlüsseltruhe. Dann heißt es jetzt also Laterne finden. Fuck!
war klar, dass du von selbst explodierst. So, aber ich bin auf jeden Fall mal ganz kurz auf dem stillen Örtchen. Bis gleich. Wie schon gesagt, bis gleich, bin schon wieder da. Dude, das mit dem Wirf die Bombe durch das Portal ist zwar cool gemeint, aber das Portal ist an der falschen Stelle. Ah, da oben. Da oben ist noch ein Portal für eine Schatzkiste. Weg zurück. Sieht irgendwie ausweglos aus. Ach, Quark. So wird das. Bang. Wunderschön. Meins. Unmöglich. So. Ich habe vergessen, das andere Portal zu machen, ich Trottel. Wo stehe ich denn jetzt rum? Interessante Aussicht. Ab in den Tod! Hä? Ja. So, nu aber. Apropos Frostknochen, weil du sagtest, ich solle diese verhauen. Nur rate mal, was ich hier hab. Eine ganze Armee davon. Und eine frostige Leiche noch dazu. Ja, das geht mir auf den Sack. Okay. Das war's für den Frostweber. So.